Egal ob als Andenken oder als zufälliger Fund in längst vergessenen Schubladen. Bei vielen liegt noch die ein oder andere Mark zu Hause rum und das läppert sich. Um die 12 Milliarden D-Mark sind aktuell noch im Umlauf. Wer sie umtauschen will, kann das zeitlich unbefristet in der Bundesbank tun. Ein Recht, von dem täglich viele D-Mark-Liebhaber Gebrauch machen. Also bei den Münzen ist es tatsächlich so, dass viele Sammler ihre Münzsammlungen auflösen, einfach weil man die erhoffte Wertsteigerung in dem Sinne nicht erzielen kann. Dann gibt es diese typischen Asbach-Flaschensammlungen, ja, wo einfach die Kleinmünzen in irgendwelchen Flaschen gesammelt werden und dann trennt man sich halt davon. Im Einzelfall kommt auch jemand mit seinem Glückspfennig und sagt, also von dem Glückspfennig trenne ich mich jetzt, dafür will ich lieber einen Glückscent im Geldbeutel haben. Und den kriegt er dann tatsächlich auch dafür. 1,4 Millionen Deutsche Mark wurden in diesem Jahr laut Schiller in Nürnberg umgetauscht. Und obwohl es die D-Mark schon seit 2 Jahrzehnten nicht mehr gibt, auch noch heute ist sie fest in den Köpfen der Menschen. Ja, habe ich noch. Ja? Ich habe Scheine, Münzen. Und, wollen Sie es mal umtauschen? Nee. Behalte ich. Das ist Geschichte. Unsere Gehälter sind halbiert worden und man hat nur die Bezeichnung ausgetauscht. Ich finde es nicht gut. Das Schokolade früher so bei einem D-Mark war ein bisschen günstiger und inzwischen sind wir über 1 Euro. Und ja, also ganz gleich geblieben ist es auf jeden Fall nicht. Mit einem weinenden Herzen meine D-Mark noch umgewechselt, aber es bleibt dann halt nichts anderes übrig. Also selten rechne ich noch um 1,95583. Ne, also das ist mir immer früher noch gekommen, aber mittlerweile habe ich mich einfach daran gewöhnt, die Hälfte zu haben und mit der Hälfte auch auszukommen. Das Gefühl der Nürnberger kann der Experte jedoch nicht ganz bestätigen. Wir haben ja die Entwicklung der Preise sehr deutlich beobachtet. Tatsächlich in einigen Segmenten, die vielleicht von der Wahrnehmung her besonders sensitiv sind, hat man eine Preissteigerung beobachten können. Tatsächlich ist es aber so, dass der Euro seit der Einführung stabiler ist, als es sogar die D-Mark war. Wer jetzt tauschen will, der muss sich allerdings noch etwas gedulden. Aufgrund der Pandemie ist die Bundesbank nicht zugänglich. Sobald es aber Corona zulässt, kann wieder kostenlos getauscht werden.